Einen wunderschönen guten Morgen zum Morgenausblick von der Aktionär. Ja, die Woche wird einigermaßen positiv starten, wenngleich die Pluszeichen verhältnismäßig klein ausfallen werden. Vom Dow Jones gab es am Freitag eigentlich ganz positive Signale insgesamt. Wir haben die 18.000-Punkte-Marke angegangen, allerdings hat sich da schon die Dynamik ein bisschen abgeschwächt. Also jetzt vor dem Independence Day, der heute ist, also wir werden heute keine Impulse aus den USA bekommen wegen Feiertags. Haben sich mit Sicherheit die ein oder anderen Investoren erstmal aus Positionen verabschiedet und die Trading-Gewinne erstmal mitgenommen, um eben beruhigt in den Feiertag zu gehen. Beim DAX heute daher mit nur einem leichten Plus, also der ist ein paar Punkte nach oben getaxt, zu rechnen. Mangels Impulsen muss man erstmal schauen, ob diese 9.800-Punkte-Marke nach oben durchbrochen werden kann. Wenn ja, würde es ein neues Kaufsignal geben. Und wir möglicherweise Richtung 200-Tage-Linie durchlaufen, mittelfristig vielleicht sogar bis 10.500 Punkte, wo wir dann letzten Endes das nächste Kaufsignal haben könnten. Allerdings, wie gesagt, müssen wir erst die 9.800 Punkte nach oben durchbrechen, wohl aber möglicherweise bis morgen damit warten, bis die Impulse aus den USA wiederkommen, weil, wie gesagt, wegen Feiertags ist ja heute geschlossen. Bei den Einzelwerten muss man vielleicht heute mal auf eine E.ON schauen. Hier gibt es ein Gerichtsverfahren um die Entschädigungsklage wegen der Abschaltung einiger Kernkraftwerke. Gibt es heute möglicherweise die Entscheidung in Hannover. Es geht um 380 Millionen Euro als Entschädigungssumme. Hier muss man vielleicht auch mal schauen, was es aus den Gerichtssälen zu bieten hat. Von der Charttechnik her stehen wir eigentlich kurz davor, die 9,50 € Marke nach oben zu durchbrechen, wenn das der Fall sein sollte. Wird ein weiteres Kaufsignal generiert. Wettbewerber RWE ist ja schon etwas weiter, hat ein neues Hoch gemacht. Das könnte auch bei E.ON jetzt folgen, wenn entsprechende Nachrichten aus dem Gerichtssaal kommen. Bei KUKA gab es am Wochenende ebenfalls News. Der Großaktionär Voith wird seinen 25%-Anteil an Midea andienen, sprich die Übernahme von den Chinesen ist mehr oder weniger durch. Mindestannahmequote waren 30%. Mit den 25% von Voith ist man dann schon ein Stück weiter. Auch Großvorstand Reuter hat ja einen Teil seiner Aktien angedient. Insofern gehe ich davon aus, dass die Übernahme entsprechend des Angebots zustande kommen, sprich die 115 Euro bezahlt werden. Ja, und wir haben die Aktie ja im Musterdepot aufgenommen mit der Spekulation auf relativ sichere 8%. Die sind auch nach wie vor drin. Ich gehe davon aus, dass die 115 € auch gezahlt werden, wobei man hier natürlich bis ins nächste Jahr möglicherweise warten muss, weil einfach die Kartellthematik hier noch ins Spiel kommt, weil muss ja noch abgesegnet werden. Ist kein Problem, dauert nur eine gewisse Zeit. Sodass wir im ersten Quartal 2017 eigentlich spätestens mit der Zahlung rechnen können. Gestern auch noch, Freitag auch noch Tesla, nach dem Absturz wegen des Unfalls mit dem Autopiloten unter Druck gewesen, am Freitag wieder etwas nach oben gelaufen, damit die 200-Tage-Linie wieder angetestet, aber ich gehe davon aus, oder ich persönlich halte die Aktie für massiv überteuert. Ich gehe auch davon aus, dass hier die Gerichte sich noch mit dem Fall beschäftigen werden. Und ja, wenn man konsequent ist in den USA, droht damit unter eine Milliardenstrafe. Und das könnte Tesla doch deutlich unter Druck bringen. Daher für mich ein ganz klares Sell auf diesem Niveau. Und ja, um 200 Euro für mich eine klare Startchance. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen.